Ihr habt nach dieser Erinnerung gefragt. Ich log, sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleitet zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasiden-Kalifats, doch kratzt man an der Oberfläche, kommt eine Verderbnis zum Vorschein. Der Orden der Ältesten kämpfte um Einfluss und verbreitete Grauen im Land. Die Verborgenen, wie wir damals hießen, widersetzten sich und griffen unseren Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt. Und damals stand er in seinem Zentrum. Basim ibn Ishaq. Er folgte dem Credo. Er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. Basim. Atme. War es wieder der Djinn? Und was wollte unser Freund diesmal? Mir das Fleisch von den Knochen reißen? Meine Eingeweide fressen? Er spricht nie viel, doch er hinterlässt Spuren. Ich kann ihn immer noch auf meiner Haut spüren. Nicht sehr originell. Das solltest du ihm mal sagen. Vergiss den Djinn mal einen Moment. Der Tag ist jung und es steht Arbeit an. Es gibt einen neuen Auftrag von Darwish. Für wen? Die schon wieder? Da verdienen wir ja mehr, wenn wir Wasser an Kamele verkaufen. Ach komm, Nihal. Wo bleibt dein Pflichtgefühl? Pflichtgefühl macht uns nicht satt. Nein, aber es sättigt die Seele. Ich warte draußen. Ich sagte Nihal, wir könnten das niemals verkaufen, als sie es stahl. Doch sie konnte nicht widerstehen. Ich frage mich, was sie an diesem alten Plunder nur immer findet. Komm in die Hufe, Basim. Es braucht nur wenige schlichte Werkzeuge, um die größte Moschee zu bauen. Ich hoffe, deine Weisheit begleitet mich weiter, Vater. Wo auch immer du sein magst. Die Sonne wirft lange Schatten. Lassen wir Darwish nicht warten. Noch eine Standpauke ertrage ich nicht. Diese Aufträge. Darwish gibt dir eine ganze Menge davon. Er weiß, dass ich ihn nicht enttäusche. Er vertraut dir, so viel ist sicher. Meinst du, das gilt auch für sie? Für diese Gestalten im Schatten? Ich hoffe inzwischen schon. Dann sollten sie das auch zeigen. Setz dich der Gefahr aus und sie geben dir sehr wenig dafür. Sie sind Freiheitskämpfer, Nihal. Keine Händler. Ich weiß, was erzählt wird. Und doch sollte der Preis der Freiheit ausreichen, uns satt zu machen.
Was diesen Auftrag angeht, ich will nicht, dass du meine Worte für aufdringlich hältst. Ich sorge mich nur um dich, Sadiki. Es ist nicht lästig, sich gegen unsere Unterdrücker zu wehren, wie es die Verborgenen tun. Hältst du dich für den Helden von morgen? Den nächsten Gilgamesch? Nein, ich bin nur der Sohn eines Staatsdieners, der sein Leben der Verbesserung des Lebens seines Volkes verschrieben hatte, um dann erniedrigt und vergessen zu werden. Doch es schmeichelt mir, dass du mir solche Größe zutraust. Ich kann mich nur bemühen. Das habe ich so ganz sicher nicht gemeint. Ich habe es so verstanden. So viele Menschen. Da muss etwas Wichtiges vor sich gehen. Der Kalif wurde in den Winterpalast gerufen. Sicherlich ist es ein reiches Gefolge, das die Menge angelockt hat. Vielleicht sind sie in Stimmung, etwas zu spenden. Ah, ich verstehe. Eine kleine Fingerübung, um den Verstand zu schärfen. Wenn dieser Auftrag uns schon nicht ernährt, soll es eben das Kalifat tun. Dieser Händler hat seine Börse auf dem Tisch liegen lassen. Etwas Einfaches zum Warmwerden. Und jetzt weg, ehe jemand was bemerkt. Mach dich bereit. Ich wähle sie aus. Ein scharfes Auge und eine geschickte Hand. Ein vortreffliches Paar. Dieser eitle Gockel da. Er muss etwas von Wert dabei haben. Sehr geschickt. Und da drüben an dem Stand. Sie hat auch Geld. Gut gemacht. Du bist wahrlich der Meisterdieb von El Anbar. Höre ich da etwa Neid heraus? Wohl kaum, o größter aller Taschenlehrer. Du bist unmöglich. Jetzt komm. Darwish wartet sicher schon. Aber viel Energie. Schön, dich zu sehen. Bin gespannt, was für Geschichten wir heute hören. Mit Sicherheit großspurige. Hast du was Gutes gestohlen? Amin, wie geht es deinem Knie? Viel besser. Hab's eingewickelt und ein paar Tage geschont, wie du sagtest. Gut. Solange es dir jeden Tag ein bisschen besser geht und du dich nicht überanstrengst, wird es gut verheilen. Ist dir das auch schon mal passiert? Weißt du deshalb, wie man es behandelt? Ich kenne Kratzer und Beulen nur zu gut. Habe aber gelernt, sie zu vermeiden. Das solltest du auch. Wenn ich darf, deine Sandalen sind abgewetzt und geben dir keinen Halt.
Deine Knie müssen jede Bewegung stützen. Wir müssen etwas Besseres für dich finden. Etwas, das passt. Aber das ist gar nicht so leicht. Bei Moscheen gibt es Schuhwerk. Da finde ich sicher ein besseres Paar, wenn du mich dafür nicht verurteilst. Ha, mach dir wegen mir keine Sorgen. Das ist eine Sache zwischen dir und Allah, Tzadiki. Hast du was Gutes gestohlen? Hallo, Rosse! Komm her! Na komm! Fahmi! Wassim! Der Kalif ist gerade mit seinem Hofstaat angekommen. Hast du sie gesehen? Habe ich nicht. Aber dafür einige seiner Händler auf dem Marktplatz. Ich war ganz nah dran. El Mutawakkil ist viel, viel größer, als ich gedacht hatte. Ein wirklich riesiger Mann. Kein Wunder. Er schlägt sich den Bauch voll mit Speisen und Gewürzen, die wir, wenn wir Glück haben, einmal im Leben kosten können. Ich hörte Gerüchte über einen wichtigen Besuch. Aber ich kann nicht sagen, von wem. Ich habe Geheimhaltung geschworen. Lass mich raten. Von Halla, der Tochter des Palastwächters. Was? Woher wusstest du das? Ich weiß, wo du wirklich hingehst, wenn du sagst, dass du Wasser holst. Sie ist gütig. Dir eine gute Freundin. Und eines Tages vielleicht mehr. Ah, was? Ich meine es ernst. Sie wird dich von Ärger fernhalten. Das würde dir guttun. Bis dann, Fahmi. Sieh an, da kommt der Vollpelzjäger. Ich habe auf dich gewartet. Jemand muss sich ja ums Essen kümmern. Moment! Für Brot. Gebt damit bloß nicht auf dem Markt an. Vertraut mir. Geht zu Seida! Sie verwendet reichlich Butter. Das tut sie wohl. Du siehst müde aus. Geht es dir gut? Nichts, was ein kleines Abenteuer nicht richten könnte. Was brauchen Sie? Ein Frachtverzeichnis aus dem Hafen. Für sich genommen ist es wenig wert, aber die Informationen darin sind nützlich für Sie. Ein Kinderspiel. Haben die nichts Schwierigeres? Ich bin zu so viel mehr fähig. Schluck deinen Stolz herunter. Die Wachen des Kalifen sind zahlreich und du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Du machst dir jetzt mehr Sorgen um mich als zu unserer Zeit in Bagdad. Meine Sorge ist dieselbe. Ich bin nur inzwischen zu alt und zu müde, um sie zu verbergen. Hol die Aufzeichnungen und spute dich. Wir haben noch nicht über meinen Lohn gesprochen. Und das werden wir auch nicht, bis es getan ist. Du weißt, wie die sind. Das war alles? Er ist nur das Sprachrohr. Und du immer noch ein Botenjunge. Diesen Auftrag schaffst du allein. Ich habe gesehen, wie sie mit den ganzen Soldaten zum Winterpalast marschiert sind. Hatten die Schwerter und Speere? Natürlich. Das sind Soldaten. Ich würde gern ein Schwert stehlen oder einen Helm. Mutia, wohin ist dein Lächeln verschwunden? Was ist passiert? Ich will nicht darüber reden. Ah, aber ich gehe nicht, bevor du es tust. Wir brauchen jemanden, um die griesgrämigen Winde aus Darwishs Gemächern auszugleichen. Ist er für die dunklen Wolken über dir verantwortlich? Er hat mich angeschrien, mich ein hasenhirniges Balk genannt. Und nur, weil ich ein paar Wachen aufgescheucht habe, die mich genervt haben. Wie harsch. Ich hätte es genauso wie du gemacht. Meinst du, er wird mich wegschicken? Ah, du kennst ihn nicht so gut wie ich, Mutia. Deswegen sage ich nur eins. Darwish mag grob erscheinen, aber er hat ein weiches Herz. Er versucht nur, dich zu beschützen. Und doch ist etwas Vergeltung angebracht. Was können wir tun? Was können wir tun? Ah, morgen, wenn alles ruhig ist, setzen wir uns auf ein Dach in der Nähe und werfen Steine gegen seine Wand, wenn er versucht zu schlafen. Ausgezeichnete Idee! Bis später, Bassim! Du bist auf dich allein gestellt. Haben Sie sonst noch was über das Verzeichnis gesagt? Oder was Sie damit wollen? Ich sage dir, was Sie mir sagen, Bassim. Wie immer, nur das Nötigste. Warum fragst du? Ich wüsste gern, was es ist, wozu ich meinen Beitrag leiste.
Du hast viel dafür getan, ihre Bestrebungen zu unterstützen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Nur ein Wort der Warnung, denn ich tue dies nun schon lange genug. Alle, wirklich alle, die im Schatten arbeiten, tun dies nur, weil sie es müssen. Angesichts drohender Gefahr zum Beispiel. Und dadurch, dass wir an ihrer Seite arbeiten, haben wir die Gefahr an unsere Tür gelockt. Wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht hineinlassen. Das ist kein Auftrag. Das ist ein Gefallen. Ich arbeite nicht ohne Bezahlung. Ich will nicht, dass du wütend bist. Ich habe den Auftrag angenommen, also werde ich ihn auch ausführen. Ich bin nicht wütend, Basim. Ich verstehe nur einfach nicht, warum du deine eigenen Interessen unter die anderer stellst. Du schuldest niemandem etwas außer dir selbst. Vergiss das nicht. Denk dran, nicht zu trödeln, ja? Wie viele haben wir letztendlich bekommen? 16 Kisten, eine Truhe, ein halbes Dutzend Beutel. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, fehlten nur noch 3 Kisten. Gib ihren Leuten Zeit bis morgen Abend. Wenn sie bis dahin nicht da waren, müssen wir davon ausgehen, dass sie ihre Waren vergessen haben. Öffnet sie. Behaltet, was uns gefallen könnte, und entsorgt den Rest. Warte hier. Hey! Wenn ich gesehen werde, muss ich fliehen. Gut, dass ich schneller bin als die behäbigen Wachen. Verschlossen. Nicht mehr lang. Das ist so langweilig. Thank you.
Krieger. Aber das bin ich auch.